Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Diesmal der Minecraft-Mod Stoneblock. Schauen wir mal, was das Ganze wird. Es ist Ex Nihilo drin, es ist Ender-RO drin und verschiedene andere wie Project E. Und ich habe das Ganze noch nicht angespielt, aber klingt mal interessant. Welt Options, das mache ich ausnahmsweise mal wieder an, um im Notfall helfen zu können, mir selbst. Bleibt aber im Normalfall aus. Dann schauen wir es uns mal an. Mich wundert ein wenig die Grafikauflösung. So, wie man sieht, wir starten hier in einer, ja, beschränkten Welt. Dann gehen wir doch mal in Plus. So, ich weiß jetzt also zum Beispiel schon, dass man mit der normalen Hand hier das Zeug abbauen muss, um Pebbles zu erhalten. Nee. Ich habe echt keine Möglichkeit. Das ist echt so. Kommt das alles so groß vor? Gab es doch auch noch dieses. Wie war das? Toll, abgeschnitten.
Hilft nichts, ich muss es die Aufnahme hier mal kurz unterbrechen und muss mal schauen wegen meinen Einstellungen. Ich sehe hier die Hälfte von den Sachen nicht. Bis gleich. So. Ich habe festgestellt, warum, wieso, weshalb das Ganze so komisch aussieht. Hier, man sieht, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Simpel und einfach. Bei den Video-Settings war bei mir beim GUI-Scale hier Small. Oder nee, automatisch, aber wurde automatisch zu Small, was ja nicht unbedingt gerade das Beste ist. So. Jetzt schauen wir erstmal, weil ich auch noch das. Oha. Okay. Ah. Falsche Taste gedrückt. Start of Stone Block. 16 Stone Pebbles. Crafting Table, okay, wird das nächste sein. Ist das Speed Upgrade, Energy Upgrade für Mechanism? Okay. Okay. Ja. Hallo? Ja, okay. Okay. So wie es sich aussieht. Sieht das jetzt aufgehängt oder nicht? Also in meiner Leiste habe ich es, aber ja. Das ist doch. Ist doch Kacke. Also ich kann jetzt gerade gar nichts mehr tun. Ah, endlich. Also mit Escape hat es jetzt endlich funktioniert. Das ist doch Kacke. So. Was sollte ich noch mal tun? Stone. Wie war's die Werkbank Kruzifix? An sich habe ich wahrscheinlich eh nicht so viele Möglichkeiten. Außer ich probiere es jetzt einfach mal. Ah, Crafting Table, okay. Ja, wusste ich doch, dass es so heißt.
Was gibt's nicht? Schade. Hatte gehofft, es gibt eine Stone Crook oder so. To life. So, Dirt. Oh, wie kriegen wir Dirt? Schauen wir uns gleich mal an. Resonant Upgrade. Oh, das. Schauen wir uns doch als allererstes mal an, was man dafür braucht. Okay. Also in dem Modpack ist das Ganze ein Endprodukt, wie es aussieht. Ja. Das ist nicht sehr einfach, nein. Wieso ist da Shift noch drin? Stone Rod. Das ist machbar. Also brauchen wir erstmal noch mehr. Oh, das ist ja bloß eine. Okay.
So, wenn wir das jetzt hier mal ein bisschen so schön beschönigen. Und zack. Wake up. Dann haben wir hier wunderbar genügend Erde, die wir rausziehen, um auch den nächsten Reward zu claimen. Und als nächstes gibt es einen Stonecrook. Gibt's doch. Okay. Und die gibt's auch Stone. Okay. Ja, gut, dann ist auch klar, warum das nichts wurde. Dann brauchen wir Saplings. Oh ja, 4 Stück. Und ich habe so eine böse Befürchtung, dass ich weiß, woher die kommen. Die werden wahrscheinlich gesiebt. Mit einer Crook aus Dirt. Okay. Aber das würde ich mal sagen, mache ich in einem nächsten Part. Viel Spaß. Und bis dahin, man sieht sich.